Da sind wir also wieder auf dem Dach des Gebäudes, des Hauptquartiers. Die Sonne geht, glaube ich, auf. Jo, die Sonne geht auf. Was hat es mir eigentlich letzte Woche gebracht, oder letzte Woche, ja, letzte Folge gebracht, hier auf dieses Dach zu springen? Nix. Ich wollte einfach auf. So, genau. Wir. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3, Fallout 3, Fallout New Vegas. Wir sind letztens hier in RNK Mojave Outpost angelangt. Das ist eine Karawane. Rahm hier. Und ja, haben mit fast jeder Person geredet, außer mit dem hier. Mit ihr hier. Go! Ich habe ihre Schritte beim Hochkommen gehört. Hörte sich nicht wie ein Soldat oder einer der Händler an. Sind Sie Kurier? Falls ja, könnte das Ihr Glückstag sein, wenn Ihnen ein Fußmarsch nichts ausmacht und Ihre Augen gut sind. Sind Sie Kurier? Falls ja, Das hast du könnte schon mal gelernt. das Ihr Glückstag sein, wenn Ihnen ein Fußmarsch nichts ausmacht und Ihre Augen gut sind. Hängt von der Arbeit ab. Es gibt wohl Probleme in Nipton. Kein Verkehr von dort auf den Straßen. Das kann man zwar irgendwie erklären, aber den Rauch über der Stadt nicht. Da ist sicher was passiert. Ich muss nur wissen, ob es Überlebende gibt. Könnte die Pulverbande gewesen sein bei all dem Rauch in der Luft. Wenn da noch jemand ist, dann sicher im Rathaus von Nipton. Gehen Sie dorthin, schauen Sie nach und lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Okay, warum schauen Sie denn selber nicht nach? Das hier ist mein Posten. Natürlich würde ich losziehen, wenn es Ärger in Nipton gibt. Da kann man gut campen und eine Menge einfache Kills sammeln. Aber dann würde Jackson mir wieder in den Arsch treten, auch wenn ich mit Caesars Kopf zurückkomme. Da hocke ich lieber hier als in einer Zelle. Ernsthaft, du bist ein Camper? Ghost, bitteschön. Camper. Ich mach's. Nun gut. Sieh mal einer an, wie motiviert Sie sind. Wenn der Rest hier doch nur Ihre Einstellung hätte. Hören Sie, ich will nicht, dass Sie hierfür draufgehen. Wenn es dort Probleme gibt, will ich, dass Sie sich umsehen, nicht Ihr Leben riskieren, okay? Nur im Ödland riskieren wir tagtäglich unser Leben. Also, gibt es Neuigkeiten aus dem Westen? Kimble ist Kimble. Der peilt überhaupt nichts. Die Karawanenfamilien machen Ärger. Die große Runde wird nervös. Alles wie immer. Wenn Sie Gerüchte wollen, gehen Sie runter in die Bar. Da gibt es genug heiße Luft. Ich muss hier Wache halten und dann das Tagesprotokoll ausfüllen. Gibt es was, was Sie mir über den Outpost erzählen können? Gibt nicht viel zu erzählen. Einer der schlechtesten Posten der RNK, wenn Sie mehr sein wollen als ein Babysitter. Wir sind voll besetzt, aber nur so voll, dass wir keine Patrouillen schicken können. Wir müssen Präsenz zeigen. Jacksons Befehl, RNK-Befehl. Kein Personal für Patrouillen oder Eskorten. Also stauen sich die Karawanen hier wie Brahmin mit einer Flasche im Hintern. Typischer RNK-Bullshit. Sehr nette Metapher. Also möchte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vorsicht auf der Planke, wenn Sie rausgehen. Brahmin mit einer Flasche im. Nein, das will ich mir nicht vorstellen. Da war eine. Nein, 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 nein. Halt. Oh, da rennt jemand auf mich zu, aber ich will zu der Karawane. Geh weg. Kusch. Weg. Ah! Aha, er kommt näher. Was willst du? Hallo, es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hätte Sie ja fast für einen Raider gehalten. Ich bin Malcolm, Malcolm Du Holmes. bist mir Sind hinterhergerannt. Sie vielleicht am Handeln interessiert? Mir fehlen da ein paar wichtige Dinge und. Ach, verdammt, ich kann einfach nicht lügen. Ich werde es direkt sagen. Ich folge Ihnen jetzt schon eine ganze Weile. Okay, und warum? Es fing ganz harmlos an. Ich war wie so oft unterwegs und beobachtete, wie Sie einen dieser Kronkorken mit blauem Stern aufhoben. Da Sie Mehrere. keine Reaktion darauf zeigten, musste ich annehmen, dass Sie überhaupt nicht wissen, was Sie da gefunden haben. Was so besonders an diesen Kronkorken? Es gibt eine alte Ödlandlegende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset Sarsaparilla-Sterne.
Und wo kann ich noch mehr von diesen Kronkorken finden? Praktisch überall. Am einfachsten natürlich auf ungeöffneten Sunset Sarsaparilla-Flaschen. Man könnte ja meinen, dass sie inzwischen alle leer sind. Aber irgendwie tauchen immer wieder neue Flaschen in den Verkaufsautomaten auf. Manche sagen, dass der alte Festus dafür verantwortlich ist, weil er hofft, dass endlich jemand genug Sterne sammelt, um den Preis zu erhalten. Ansonsten müssen sie eben einfach suchen. Kronkorken finden sich an den unmöglichsten Stellen. Das gilt auch für die mit blauen Sternen. Sie haben jemanden namens Festus erwähnt. Wer ist das? Man sagt, dass der Schatz von einem Mann namens Festus bewacht werde. Er ist es auch, der nach den Sternkronkorken fragt. Man sagt auch, dass er schon seit dem Krieg einsamer Wacht stehe und darauf warte, dass jemand den Preis entgegennehme. Damit wäre er verdammt alt. Aber ich habe unterwegs schon Leute getroffen, die ihm tatsächlich begegnet sein wollen. Und das waren auch keine Lügner. Woher willst du wissen, dass es keine Lügner sind? Ich meine, erzählen kann man viel, ne? Sie sammeln also auch diese Kronkorken? Nein, das habe ich vor Jahren aufgegeben. War mir zu gefährlich. Und selbst wenn ich es täte, würde ich es Ihnen nicht verraten. Da draußen gibt es Leute, die derart verrückt auf der Suche sind, dass sie Fremde schon auf den Verdacht hin angreifen, sie hätten solche Kronkorken. Von was für einen Schatz reden wir denn? Niemand weiß das. Geld, Waffen, Wasser. Es ist oder war irgendetwas Wertvolles. Und das reicht, um die Leute zu motivieren. Danke für die Infos. Kein Problem. Wenn Sie weiter Sterne sammeln, dann hüten Sie sich vor einem gewissen Alan Marks. Er hat schon Leute wegen ihrer Sterne getötet. Nicht nur er, mein Freund. Das ist keine gute Idee. Du hast bestimmt Sterne, Mike. Ganz bestimmt. Und ich hasse Stalker, die mir hinterherrennen. 6 Stück. Ich hasse Stalker, die mir hinterherrennen. Könnten wir auch gleich mal die neue Waffe testen. Söldnerin, Händler. Hallo, brauchen Sie was? Ja. Klar, hier ist mein Sortiment. Aber eigentlich würde ich eher was verkaufen. Was will ich denn verkaufen? Ganz ehrlich, das Granatgewehr, weil es wiegt zu viel und wir bekommen später eh was viel Besseres. Den Vault Overall. Den Sheriffshut, Spielerhut. Ne, nicht den Spielerhut. Das ist eine Uniqueer-Dings. Uniqueer-Hut. Hab ich noch was ich dir geben kann? Buffout 1. Jet 2. Medics kann ich dir viele geben. Redex kann ich dir welche geben und ruhiger Hand. Okay, mehr erstmal nicht davon. Schreckenvoller Bein. Okay. Dürfte somit alles gewesen sein. Hast du irgendwas Praktisches für mich? ADW? Was? Tristahl-Lasergewehr. Oh, und ist noch gut. Meine Fresse. Stimpaks brauchen wir nicht. Kettensäge. Oh, shit. Trennmesser. HD-Kette. Schade, ich hätte es vielleicht hier brauchen können, alles. Mini-Atombombe, ihr wollt mich doch verarschen. Du bist ein reisender Händler, du musst sowas nicht mit dir führen. Wie ist denn jetzt meine... Ja, jetzt ist okay. Jetzt kann ich wieder was tragen. Achso, unsere Aufgabe war... Was war denn unsere Aufgabe? Das ist die Frage. Ich bin Sheriffsarzt, Mann.
mit Hayes reden. Und das mache ich doch gleich mal, ne? Okay. Scheint die stählerne Bruderschaft auch in Mojave-Ödland aufgetaucht zu sein. Sir? Nope, der Gecko scheint ausgerissen zu sein. Mano. Der war cool. Der Gecko war echt cool. Ist da was drin? Tatsache. Aber nichts Gutes. Hayes. Hallo. Ja. Ich habe zusätzliche Truppen für Prim organisiert. Zusätzliche Truppen, ja. Ja, davon habe ich gerade gehört. Ein Trupp Ranger ist in Bereitschaft. Gut. Sergeant McGee wird die Rolle des Sheriffs übernehmen. Die Ranger, die seiner Hilfs-Sheriffs. Diese Stadt wird RNK-Gebiet. Das bedeutet, dass die Einwohner geschützt werden, aber sich auch als RNK-Bürger registrieren und entsprechende Steuern entrichten müssen. Ja, sagen Sie den Truppen, die sollen zum Schutz von Prim kommen. Verstanden. Ich übermittle das jetzt. Okay. Wir sind soweit mit der Mission fertig. Ich find's nicht schlecht, weil... ganz ehrlich, wir müssen ja auch Steuern zahlen und so. Und solange die RNK sie nicht zu doll hoch anhebt, ist alles okay. Das Rathaus von Nipton. Das ist Nipton? Gut. Jetzt gehen wir mal nach Nipton und schauen uns da mal ein bisschen um. Oh, wir haben Durst. Nicht gut. Erst das schmutzige Wasser vertrinken, dann das aufgebettete. Du zitterst aber ziemlich, kann das sein? Okay. Die Ameisen haben wir erlegt. Ich bin gerade ein bisschen still, fällt mir so auf, aber liegt daran, dass ich gerade in unbekanntes Gebiet vordringe und es ist ein Flugzeug und ein bisschen vorsichtig bin. Das ist doch ein Riesenskorpion. Ich will mal zum Flugzeug. Da hinten ist noch ein Riesenskorpion. Das so klug war, jetzt schon hierher zu kommen. Munitionskiste. Oder? Nee, ist nur ein normaler Skorpion. Oh, gut. Erledigt. Jetzt kommen auch noch Ameisen. Sag mal, treffe ich die auch? Okay. Also, Munitionskiste haben wir geplündert. Noch irgendwas hier? Nee.
Anscheinend nicht. Schade, wenn es nur die paar Schuss waren, ist ja schon ein bisschen schade, sagen wir es so. Oh, ich sehe gerade, wir haben die Zeit übersprungen, überschritten. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es weitergeht bei Fallout New Vegas. Also, falls euch gefallen hat, schaltet entweder das nächste Mal wieder ein und... Shit, der ist böse. Und... Ja, sonst noch einen schönen Tag und wir sehen uns.